Anke Brunscheid, den Namen haben Sie schon genannt. Ich bin Director für Government Relations bei Microsoft und beschäftige mich auch mit dem Thema innovative Government Programs. Okay, wie entwickelt sich das Internet weiter und wie sollen Unternehmen darauf reagieren? Da könnte ich jetzt eine Stunde oder zwei drüber reden. Ich versuche es mal ein bisschen kürzer. Das Internet, es wird lebendiger, es hört mehr zu, als nur zu reden. Es wird viel interaktiver, als wir das jetzt schon kennen. Es wird ein echtes Mitmachnetz werden. Und in Zukunft wird es sogar noch uns verstehen, wenn wir uns so ausdrücken, wie wir uns im normalen Leben auch ausdrücken, das sogenannte semantische Netz. Was brauchen Ihrer Meinung nach die Unternehmen für Schulungen, damit sie mit diesem neuen Mitmachnetz besser umgehen können? Ich glaube, der größte Nachholbedarf liegt ja nicht darin, wie benutzt man einen Internet Explorer, das kennt inzwischen jeder, sondern gerade in vielen Unternehmen, auch in denen, wo mehr ältere Mitarbeiter noch arbeiten, in dem Feld, wie gehe ich mit den sogenannten Social Media um, den Web 2.0-Werkzeugen. Viele davon sind teils noch nicht bekannt oder nur so aus dem privaten Leben, nicht im dienstlichen Umfeld, wo man aber sehr viele auch nutzen kann. Sei das jetzt ein Wikipedia oder ein geschlossener Twitter-Account für eine bestimmte Benutzergruppe in einem Unternehmen. Also da besteht großer Nachholbedarf. Zum einen, wie benutzt man es überhaupt? Zum anderen aber auch, wie öffentlich sind welche Daten? Was gebe ich preis? Wie können Daten auch nach draußen kommen aus einer Organisation, einem Unternehmen? Man muss ja auch aufpassen, was schreibt man als Mitarbeiter in sein eigenes privates Facebook-Account? Oder wenn man so twittert, was man alles heute getrieben hat und da waren Geschäftsgeheimnisse dabei, ist das auch nicht lustig. Und da ist auch Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu leisten. Sie haben gesagt, Web 2.0-Nutzer glauben den Peers, mehr junge Leute in der Arbeitswelt lassen sich eher vom Peer leiten als von der Hierarchie. Was hat das für eine Auswirkung auf die Arbeitswelt und auf die Gesellschaft? Umstand verändert die Arbeitswelt, aber auch der sowieso stattfindende Übergang in eine Wissensgesellschaft verändert die Arbeitswelt. Beides wirkt in die gleiche Richtung. Unternehmen werden viel kleiner werden, sie werden flexibler werden, sie werden wissensbasierter werden und sie werden viel weniger die Präsenz von bestimmten Menschen zu einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Stelle erfordern. Man wird also in virtuellen Teams vermehrt arbeiten, man wird projektbezogen arbeiten, dass man für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Menschen zusammenarbeiten und danach sind es halt andere, dass man dafür Social Media nutzt, dass man mit Videokonferenzen arbeitet, das ist hier sehr laut, ja. Ja, insofern wird es das verändern. Also wo man arbeitet, wann man arbeitet, mit wem man arbeitet, alles das wird sich verändern und Hierarchien werden sehr viel weniger werden. Okay, letzte Frage. Was habe ich für einen Nutzen, wenn ich bei meiner nächsten Reiseplanung Bing verwende? Naja, da müssten Sie unter bing.com/travel gucken. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht genau, wie weit das schon in Österreich ist, aber in den Vereinigten Staaten können Sie unter Bing Travel hervorragend Ihre Reise planen. Da können Sie zum Beispiel eingeben, Sie wollen von New York nach Washington fliegen oder von New York nach San Francisco. Dann gibt es Ihnen nicht nur Übersichten zu, wo gibt es diesen Flug am günstigsten, sondern auch, wie hat sich der Preis entwickelt, inklusive einer Prognose, wie wird sich entwickeln. Sollten Sie lieber ganz schnell buchen oder noch eine Woche warten. Und es gibt auch bestimmte Verträge mit großen Lieferanten, auch in der Reisebranche. Es gibt dabei Konsumprodukten genauso, wo es eine Art Cashback-System gibt, wo man also bis zu 10% von dem Reisepreis oder Kauf einer Kamera oder Lego-Bausteinchen praktisch gut geschrieben kriegt und das dann für nette Sachen vor Ort verwenden kann. Wunderbar, vielen Dank und jetzt guten Appetit. Danke.